Hi und willkommen zurück zu einem neuen Tipp für die Lastgenerierung. In diesem Video zeige ich euch, wie man Witlasten entsprechend dem Eurocode in RFM generieren kann. Als Beispielmodell haben wir hier eine Stahlhalle, bestehend aus drei Hallenrahmen und Fachwerkbindern. Den Lastgenerierer können wir über das Menü Extras aufrufen, dazu erst auf Belastung generieren und dann aus Windlasten wählen. Wie man hier nun sehen kann, gibt es verschiedene Optionen. Wir können beispielsweise nur vertikale Wände wählen oder verschiedene Dacharten wählen. Hier unten gibt es aber noch die Option vertikale Wände mit Dach. In diesem Video werden wir diese auswählen. Und daneben gibt es auch verschiedene Optionen für unterschiedliche Normen. Wir wählen dabei den Eurocode. Als nächstes erscheint hier ein neues Fenster und wir müssen im neuen Fenster alle Parameter zur Lastgenerierung eingeben. Wie Geschwindigkeitsdruck, Geometrie, Lastfälle und so weiter. Was jetzt sehr hilfreich ist, ist diese nebenstehende Grafik. Hier können wir alle einzugebenden Eingangsparameter finden, wie zum Beispiel hier die einzelnen Knoten. Als erstes fangen wir mit dem Geschwindigkeitsdruck hier oben an. Zum gewählten Eurocode nehmen wir den deutschen nationalen Anhang, aber wir haben natürlich hier auch viele weitere Optionen, zum Beispiel Dänemark, England, Niederlande, Österreich und so weiter. Weiter unten müssen wir die Windzone eingeben und was sehr nützlich hier ist, ist dieses kleine i-Symbol. Mithilfe der Info können wir ganz einfach die Windkarte aufrufen und die erforderliche Windzone aus der Karte entnehmen. Ebenfalls hilfreiche Infofunktion zur Geländekategorie finden wir weiter unten. Wir wählen dabei die Kategorie 2. Als nächstes werden wir alle geometrisch notwendigen Daten eingeben. Wir starten hier mit der Grundfläche entsprechend der Grafik nebenan. Hier gibt es die Option, entweder die Knoten einzeln zu wählen oder wir können diese auch direkt aus dem Modell selektieren. Analog dazu die Dachgeometrie. Wir haben hier ein Satteldach und wählen die Eckknoten aus dem Modell. Weiter unten können wir den Lastfall aussuchen, für den die Last generiert werden soll. In unserem Beispiel ist das der Lastfall 4, Wind in positive X-Richtung. Und daneben finden wir auch die Windrichtung und bei der Wahl einer anderen Seite, wie zum Beispiel die hier D bis E, wird die nebenstehende Grafik automatisch angepasst. Hier unten haben wir noch die Möglichkeit, Stäbe zu deselektieren, die von der Windbelastung nicht betroffen sind. Wir können dabei einzelne Stäbe wählen, beispielsweise soll auf die Fachwerkbinder hier oben keine Windlast angesetzt werden. Dazu wählen wir einfach aus dem Modell die Stäbe. Oder wir können Stäbe auswählen, die zu einem Referenzstab parallel sind. Wähle ich beispielsweise diese hier, werden die Stäbe der anderen beiden Fachwerkbindern ebenfalls deselektiert. Nachdem wir nun alle notwendigen Parameter angegeben haben, können wir auf OK klicken und die Windlasten werden automatisch generiert. Falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse uns doch einfach ein Like da und danke fürs Zuschauen und bis bald.